Guten Morgen, kleiner Mann. Meine Mutter ist in der Küche. Sag mal, Mats, was machst du denn so früh schon hier unten? Ich hab Durst. Ja, dann geh in die Küche und hol dir was und dann marsch wieder ins Bett. Oder zieh dir was an. Oh ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ich versuche verzweifelt, ein Taxi anzurufen. Ach, das mache ich doch für Sie. Ich wusste nicht, dass Sie so früh schon abreisen wollen. Es war gestern Abend sehr spät und wir waren sehr müde. Ah, ja. Na, sonst hätte ich Ihnen alles noch angesagt. Ja, bitte ein Taxi. Wir hätten gern einen Wagen in die Pension Rose nach Zehlendorf, Lückhoffstraße 21. Ja. Wohin? Nach Tempelhof? Tempelhof? Ja, bitte zum Flughafen Tempelhof. Ein Wagen von Zehlendorf nach Tempelhof, ja? Dankeschön. Okay, Wiedersehen. Der Wagen kommt sofort. Ja, danke. Ach, ich bezahle die beiden Zimmer für diese Nacht. Das ist nett. Es ist so, die junge Dame, die bleibt noch einige Zeit. Und, ja? Und ich komme, sagen wir, in spätestens einer Woche wieder zurück. Und dann bleiben wir beide noch ein paar Tage in Berlin. Dann muss ich Sie bitten, sich rechtzeitig wieder anzumelden, ja? Mit ganz genauem Termin. Natürlich. Sagen Sie mir bitte noch Ihren Namen. Wir haben gestern gar nichts mehr eingetragen. Ach ja, natürlich. Nordhofer. Nordhofer. Mhm. So, Herr Nordhofer, das macht 40 Mark. Für die beiden Zimmer. Frühstück habe ich Ihnen nicht berechnet. Das macht nichts. Ich kriege ja am Flugzeug was. Sagen Sie, die junge Dame ist Ihre Frau? Nein, noch nicht. Noch nicht, dann bitte sagen Sie mir Ihren Namen. Ilona. Ilona? Ilona von Notch. Notch? Gräfin von Notch. Es schreibt sich Nagi mit Y. Ah ja, danke. Nagi, und sagen Sie, das Fräulein von Nagi, Gräfin von Nagi, bleibt also noch so lange, bis Sie... Ja, so ist es, ja. So ist es. Gut, also dann bezahle ich das. Mhm. Und ich danke Ihnen schön. Und ich rufe Sie dann wieder an. Hm? Ach, das ist in Ordnung. Dankeschön. Warten Sie, ich muss ihn aufmachen. Ich glaube, das Taxi wird schon da sein. Dankeschön. Wiedersehen. Sag mal, hast du das aus dem Eisschrank? Tatsächlich. Trink's bitte schön langsam. Hm? Du? Was ist eine Gräfin? Mats, ich muss jetzt in die Küche. Und was ist eine Gräfin? Eine Gräfin, weißt du, eine Gräfin ist die Tochter von einem Grafen. Und ein Graf, das ist ein Titel. Und was ist ein Titel? Weißt du, ein Titel, den bekam man früher vom König verliehen. Für Tapferkeit und für ganz besondere Dienste fürs Land und für den König. Und dann bekam man zum Schluss auch noch eine Burg. Oh, und was noch, Mutti? Ich will nicht.
Ach, Mats, es ist erst 6:30. Ich kann noch eine Viertelstunde schlafen. Aber ich muss dir doch erzählen. Wir haben eine Gräfin und der Graf ist schon wieder weg. Und Mutti hat gesagt, sie hat eine eigene Burg. Wenn wir Nestle sind, lädt sie uns vielleicht mal ein in die Burg. Dann hast du geträumt? Aber Platz. Du wirst ja sehen. Guten Morgen. Guten Morgen, Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Gräfin Nagy. Möchten Sie Tee oder Kaffee? Kaffee, bitte. Sagen Sie, wann ist Herr Nordhofer eigentlich abgereist? Heute früh um 6 Uhr war das wohl. Er hat gesagt, dass Sie noch bleiben. Also, ich hole Ihnen jetzt den Kaffee. Guten Morgen. Vielleicht nicht. Ah, danke schön. Er sah aus wie aus der Modebranche. Vielleicht ist sie ein Mannequin oder ein Modell. Oh. Ist sie hübsch? Oh, ich glaube schon. Dein Malerauge würde höher schlagen. Oh. Dann werde ich heute vielleicht bei den Gästen frühstücken. Johannes. So. Wieso so? Ach so. Ja, ich muss mich noch rasieren. Ne? Weißt du was? Ich mache dir einen guten Vorschlag. Geh in den Garten frühstücken. Dann kannst du so bleiben, wie du bist. Dankeschön. Pension Rose, guten Tag. Ja, Augenblick bitte. Herr Schubert, Telefon. Also nicht für mich. Tut mir leid. Einen Moment. Für mich? Ja, bitte. Dankeschön, Frau Mock. Bitte. Hallo? Ja, Schubert. Guten Tag. Geben Sie mir bitte Herrn Werner. Ja, dem werde ich jetzt mal was erzählen. Guten Morgen. Kann ich Ihnen vielleicht eine etwas bequemere Sitzgelegenheit anbieten? So. Hoppla. So. Bitte schön. Dankeschön. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Mock. Sind Sie der Mann von... Ja, 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 ganz recht. Gräfin... Gräfin Nagy. Oh, Ihre Lektüre. Dankeschön. Sind Sie der Hotelbesitzer? Nein, nein.
Den Betrieb hier leitet meine Frau. Ich bin Maler. Oh, das ist ja sehr interessant. Ja. Ja, dann, dann wünsche ich Ihnen nur einen recht angenehmen Aufenthalt hier. Eine richtige Gräfin? Die muss aber arm sein. Sonst würde sie nicht bei euch absteigen. Vielleicht ist sie von zu Hause ausgerissen mit ihrem Freund und muss sich verstecken. Ach so. Romeo und Julia. Guck mal. Ist sie das? Du bist nur gekloppt, Mensch. Du bist ein Idiot. Komm noch mal mit und sieh dein Hockeyspiel an. Ich hab keine Zeit. Ich spiele auch nicht regelmäßig. Ich hab doch keine Zeit, weißt du doch. Ich spiele doch weiter mit meinen alten Freunden in der Schulmannschaft Basketball. Ach ja, und nebenbei habe ich auch noch eine Pension. Und neuerdings auch eine Gräfin. Ja. Na, die gucke ich mir bei Gelegenheit mal an. Da vorne, da ist sie ja. Was? Das ist sie? Die da aus der Telefonzelle kam? Du spinnst ja. Komm mit, ich glaub, das ist sie. Aber wieso telefoniert die von hier? Na komm. Pension Rose, Mock. Guten Tag. Ja, einen Augenblick bitte. Ist wieder nicht für mich. Es tut mir leid, wieder nicht für Sie. Ja, ja, hören Sie. Einen Augenblick, es sind keine Zimmer mehr frei. Es tut mir leid. Bitte schön, auf Wiedersehen. Na? Hier, guck mal, ich habe die ganze Asterix Tour de France-Serie. Na, das ist aber toll. Look, David, this is. We want to trade. Quatsch, wir wollen sie mit dir tauschen. Ach, tauschen? Na dann, kommt mal rein. Was hast du denn da? Bist du wohl neidisch, was? Hab ich von der Gräfin geschenkt gekriegt. Dankeschön. Bäh. Bäh. Na dann, kommt mal rein. Sehr gut. Da wartet sie seit über einer Woche auf einen Telefonanruf. Zwischendurch macht sie Modenschau. Nur zahlen tut sie nicht. Bin sehr gespannt, ob die Dame überhaupt zahlen kann. Oder ob vielleicht der Herr Nordhofer noch mal eines Tages auftaucht und alles bezahlt. Jedenfalls hat er bis jetzt noch nicht ein einziges Mal angerufen. Und sie ist auch noch nicht auf die Idee gekommen, mir einmal vielleicht ihren Personalausweis vorzulegen. Oder mir mal zu verraten, wie lange sie noch zu bleiben gedenkt. Ja, vielleicht ist sie getürmt mit ihrem Freund und Ausweis und Geld haben sie eben vergessen in der Eile. Aber anscheinend nicht ihre Garderobe. Na, irgendwann wird der Kerl schon wieder auftauchen. Das ist sicher so ein Businessman, weißt du, die sind ja dauernd unterwegs. Vielleicht kommt er zum Wochenende und löst seine Gräfin wieder aus. Wir müssen jedenfalls abwarten. Was erzählt sie dir denn, wenn sie dich in deinem Atelier besucht? Sie besucht mich nicht in meinem Atelier. Sie steht mir Modell. Und dabei schmökert sie irgendwas. Mats Hefte sind ihre Lieblingslektüre. Jedenfalls redet sie nicht dabei. Mhm. Und das ist mir sehr sympathisch. So? Dann werde ich dir mal was sagen. Seit über einer Woche warte ich hier auf deinen Anruf. Was? Ja, ich höre ja zu. Nein, das mache ich nicht.
Nick? Nick, nun häng doch nicht gleich auf. Ich kann das nicht. Aber ich muss es mir doch wenigstens mal überlegen. Ach, du bist so gemein. Wann? Rufst du wieder an? Auch bestimmt? Morgen? Nick, wart doch mal. Hallo? Hallo? Oh. Tag, Peter. Ich hab das Telefon gehört. Ja, ja, das war für mich. Ich hab ja schon so lange drauf gewartet. Deine Mutter war nicht da und da hab ich eben abgenommen. Na, dann ist ja gut. Meine Mutter wird wohl bei meinem Vater sein, im Atelier. Ja, na ja. Dann tschüss, Peter. Wiedersehen. Gräfin. Oh, weißt du, mein Englisch, so viel ist davon nicht übrig geblieben. Und Montys Mutter? Ich glaube, wir sind uns am Telefon nicht ganz einig geworden. Du bedankst dich für die Einladung und sagst ihnen aber, dass sie doch zu uns kommen sollen, ja? Und erklärst ihr bitte, warum ich hier nicht weg kann. Klar, mach ich. Ach, jetzt finde ich... Wann sollen sie denn kommen? Na, gegen vier, zwischen vier und fünf zum Café. Du, hoffentlich reicht mein Englisch aus. Und beeil dich! Ich muss noch was einkaufen. Stunden. Aber du kannst ja schon mal den Tisch decken, hm? Ach, nee. Ist noch so früh. Tag. Tag. Zur Gräfin Notch möchte ich gern. Ja, bitte kommen Sie doch erst mal rein. Die Gräfin Noggi ist im Augenblick leider nicht da. So? Wann kommt sie denn wieder? Ja, das weiß ich nicht. Bitte nehmen Sie doch Platz. Mhm. Ich bin nämlich im Augenblick allein. Meine Mutter ist nicht da. Danke. Ach, das Telefon. Hotel Pension Rose, guten Tag. Ach, Gräfin Noggi. Ein Glück, dass Sie anrufen. Ja, hier ist nämlich jemand für Sie. Ja, einen Moment bitte. Kommen Sie doch mal her. Ja, einen Moment. Ja, hier Gnauk von der Firma Seelmann. Ja. Naja, der Ozelottmantel und die Chinchilla-Jacke. Mhm. Ja, aber man hat mir gesagt, Sie wollen in Ruhe noch mal probieren und sich dann entscheiden. Ja. Ja. Ja, ja, hören Sie mal. Das kann ich nicht machen. Das geht nicht. Tut mir leid. Bitte kommen Sie doch dann morgen noch mal in unser Geschäft, ja? Ist gut. Wiedersehen. Sag mal, das gibt's doch nicht. Das ist doch ein uralter Trick. Wer ist denn diese Gräfin überhaupt? Hm? Gräfin Noggi. Ja, ist denn das eine richtige Gräfin? Ich meine, wie lange wohnen die schon hier? Ja, so eine Woche oder noch länger. Wieso? Hat sie was bei Ihnen gekauft? Nein, hat nur was ausgesucht, aber noch nicht bezahlt, ne? Und nun will sie, dass ich das Ganze hier lasse. Das mache ich natürlich nicht. Nee. Na, ohne Scheck und ohne, dass wir die Dame überhaupt kennen, können wir ja nicht machen, nicht? Nee. So klar. Sag mal, hat die überhaupt schon mal irgendwas bei euch bezahlt? Ja, also ich... Ah, die Tour. Na, nach dem Motto, scheue recht und tue nie was, ne? Naja, dann wünsche ich euch jedenfalls noch viel Vergnügen mit eurer Gräfin. Aber sag mal ganz schnell deiner Mutter Bescheid, wenn sie kommt, ja? Ja. Tschüss. Wiedersehen.
Du, Peter, das musst du uns aber jetzt übersetzen. Na, warum? Muss ich alles normal erzählen? So komisch war es auch nicht. Monty hat wieder immer und immer gefragt, was das ist, die Gräfin. Er wollte ja auch die ganze Zeit mit ihm zu der Burg. Die haben sogar schon Burggeist gespielt. My wife must be the ghost. I protest. There is no black ghost in German castle. Bet this doesn't matter to them at all. Yes, Saturday. Yeah. You can come two times in a week, huh? Oh, na du? Hey, hey, hey! Heinz, genügt aber du! Das ist für Monty. Für Monty. Was macht ihr denn beide? Wir spielen Versteck. Verstecken, na mal ganz was Neues. Dann zieh mal wieder. Du bist da bestimmt alleine, den Okay, Saturday. Okay. Da sind wir wieder. Mats? Monty, what's that? Hey, what's going on here, Monty? Das sagt mal, wo habt ihr denn die Sachen her? Was ist denn das? Die Gräfin haut ab. Die Gräfin? Wie bitte? Wie kommt sie denn da? Die Gräfin! Diese Erfahrung mussten wir wohl auch mal machen. Na, wenn die Gräfin nicht bald zurückkommt, um ihre Sachen einzulösen, dann verkaufen wir sie einfach. Damit sind dann die Schulden auch bezahlt. Ja, das können wir doch nicht. Nur bei der Sachlage schon. Das hier. Das ist gut. Das.
Yes.